Wir kommen heute zu einer weiteren Reise durch die Clicker Idle und Incremental Games. Jetzt zum letzten Spiel heute, zum Idle, mit ein paar weiteren Infos zu einer Strategie, die ich gerade fahre, die sehr stark mit dem aktuellen Event noch verknüpft ist. So, jetzt natürlich erstmal nein, kein Devil Deal. Ist mir zu teuer, dafür für ein bisschen Kohle Geld auszugeben. So, gucken wir mal, wie hier der aktuelle Stand ist. Oh, Kräft-Item, Devil Deals Acceptance, Skip Me. Okay, das kann ich sofort machen, jawohl. Und Use Loads Form. Okay, fünfmal. Gut, ihr seht im Moment, ich bin ziemlich weit aufgestiegen, was die Kristalle angeht. Und zwar, dazu habe ich eine Strategie genommen, die ich jetzt auch in Kürze nochmal weiter ausbauen werde, beziehungsweise erneut anwenden werde. Weil ihr seht schon hier, Double White Orbs startet in 7 Stunden. Ich hoffe, ich bringe das Video auch online, bevor das Ganze abgelaufen ist. Ansonsten weiß ich nicht, ob es nochmal klappt, das innerhalb des aktuellen Events zu nutzen. Weil die Sache ist, mit den Double White Orbs, das bezieht sich natürlich auf die normalen Resets. Da starte ich gleich mal hier den ersten Slowed Form. So, Activate All Skills. Okay, da passiert nicht viel. Ich bin da schon ziemlich am Ende. Ich stehe vor dem Reset. Also gehen wir erstmal zu dem Arkan und räumen dort auf und schauen, dass hier die Items. Okay, hier habe ich den nächsten My Item Shared fertig. Und da gibt es auch noch ein bisschen was zu erzählen. Also ich starte hier erstmal mit dem nächsten Shared-Fragment. Mal gucken, welcher sich da jetzt anbietet. Okay, ich bin noch bei Grün jetzt momentan. Das heißt, Grün ist mein nächstes Shared, was dort verwendet werden soll. Das heißt, da mache ich hinten erstmal wieder den kleinen. So, und jetzt ist es so, dass diese Shards können, also beziehungsweise diese Splinter, zumindest von dem Grünen und von dem Gelben, können auch gebaut werden auf Basis dieses Death Maiden Jar. Das heißt, wenn ich eins von den Items mit zwei Prismen, wovon ich aktuell keine mehr habe, verbinde, dann bekomme ich von so einem Item eben einen so einen Splinter. Also wenn ich einen Cook opfere plus zwei von diesen Dingern benutzt habe, also nicht von diesen, sondern von den nächsthöheren, von den Prisma Ghost Elementen, dann kann ich einen so einen Splinter bekommen. Und die Sache ist, okay, da steht jetzt 800% Skull Value Bonus und so ein Splinter bringt doch nur 10%. Ja, aber dieser Bonus hier mit 79 Items ist additiv. Das heißt, das erste Item bringt mir einen multiplikativen Bonus von 800%, aber das zweite Item bringt mir nicht nochmal einen multiplikativen Bonus von 800%, sondern es bringt mir zusammen nur 1600. Also die Werte der einzelnen Elemente hier addieren sich. Und deshalb ist es so, dass wenn ich 10 von den Krügen habe, also 8000% Bonus, dann ist der nächste Krug ja nur noch 800%. Das heißt, der macht dann nur noch einen Unterschied von 10% aus für diesen Faktor, der über dieses Item kommt. Das bedeutet letztlich, da dieser Value hier einen 10% multiplikativen Bonus hat, ist letztlich der Splinter hat die gleiche Wirkung, wenn nicht sogar mehr, wie der 11. Krug. Jetzt geht es aber noch weiter. Das heißt, wenn ich mehrere von diesen Splintern hergestellt habe, dann kriege ich ja eben den kleinen und dann den großen Shard. Das bedeutet, dass wenn ich 30% Bonus aufgebe, bekomme ich einen Zweifachmultiplikator. Und wenn ich den zwei von den Zweifachmultiplikatoren aufgebe, bekomme ich einen Sechsfachmultiplikator. Und da seht ihr schon relativ schnell, wie sehr sich das lohnt. Allerdings ist es auch nicht sehr einfach, also beziehungsweise ist es zeitlich sehr aufwendig, das umzustellen. Deswegen bin ich auch bisher kaum dazu gekommen. Ich glaube, ich habe einen gelben Splinter schon hergestellt, weil das Gleiche, was natürlich für die Death Magian Jar gilt, gilt ebenso für eben die Elixir of Madness. Das eine ist natürlich, dass diese Elixir of Madness schon erstmal hergestellt werden müssen. Deswegen habe ich zum Beispiel meine Priorität auch von den Krügen auf die Power Potions umgestellt. Das heißt, die Power Potions ziehe ich jetzt den Death Charlix vor und gehe jetzt dazu über, dass ich eben
Dann von den Dingern, mal gucken, habe ich im Moment eine? Anscheinend nicht. Also, weil die geben ja erst eine Zwischenstufe. Das heißt, das braucht 8 Stunden bis zu der Zwischenstufe und von der Zwischenstufe braucht es dann nochmal 24 Stunden bis dahin. Das gleiche eben hier. Das Ding ergibt einen so einen Teil, ein Desmak und 3 Desmaks ergeben ein so ein Ding. Das heißt, es ist also ziemlich aufwendig. Es dauert schon mehrere Tage, die Kugel herzustellen. Ebenso dauert es ziemlich lange, hier diese Prismen herzustellen, weil ein Prisma braucht logischerweise 3 von den Cubes. 3 Cubes brauchen 9 Bälle von den Ectoplasm Balls. Um 9 herzustellen, brauche ich 27 davon. Und hiervon brauche ich dann nochmal das Dreifache davon. Das heißt, also ihr seht, dass dort eine ziemlich lange Kette und jedes von diesen Ghost Gift dauert ja auch wieder eine Stunde. Das heißt, da seid ihr ganz schön beschäftigt. Und deswegen habe ich noch nicht geschafft, allzu viel von diesen Desmagen Jars in grüne Splinter umzuwandeln. Aber das ist so eine Sache, die ich jetzt halt nach und nach verfolge. Sonst gibt es von den Items, glaube ich, jetzt nicht speziell was Neues, weil es gab noch keine neuen Items. Ich habe auch von dem Engel jetzt noch nichts Spezielles freigeschaltet. Ich habe einen neuen Splinter freigeschaltet. Ich hoffe, dass ich bei 2,5, Quatsch, bei 3500, wenn ich den Angel das nächste Mal bekämpfe, nochmal einen Splinter bekomme. Dann kann ich nämlich dann kann ich zumindest den nächsten Zweier-Splinter zusammenbauen, also den nächsten Orb-Crystal, der dann einen Zweifach-Multiplikator gibt. Was sich dann sicherlich auch nochmal auf die Orbs-Einkünfte auswirkt. So, hier kann ich jetzt erstmal mit den Fast Ghost Crafts anfangen, um dann, ja, das ist jetzt die Frage, ob ich das alles maximiere. Aber ich denke mal schon. Das heißt, hier kann ich jetzt den dann gleich wieder abschließen, sobald ich den Boost benutze, weil der braucht ja dann jetzt nur noch 7 Stunden. Das gleiche gilt für die Bubble, aber für die Potions. Aber dafür gucken wir mal, ob ich da nicht noch ein paar bekomme, weil im Moment hatte ich ja jetzt noch keine. So, genau, da ist schon das nächste, aber hier Stone Tablet geht noch vor. Das ist das höchste Prio. Gut, dann gibt es einen Krug. So, weil die kräfte ich eigentlich schon alle gar nicht mehr, weil dazu bleibt gar nicht die Zeit, wenn ich versuche, die ganzen Geisterkräftings zu machen. Gut, hier habe ich jetzt eben einmal die Power Potions, das heißt, damit bekomme ich auch ein Set dann jetzt zusammen und kann das dann vervollständigen. So, einen Ring brauche ich nochmal, um dann mehr von dem Krimskrams herzustellen. So, Power Potion. Okay, also zurück zum Crafting. Einen Ring herzustellen, den werde ich gleich mal hier starten. Beziehungsweise ein Rubbish. Weil noch habe ich nicht alle Slots mit den Batterien auf Maximum. Das heißt, da ist auch noch einiges herzustellen, um das letztlich dann hinzubekommen, dass ich genug Batterien habe. Also diese Dinger hier, diese Arcane Power Cells, damit ich alle dort nochmal aufmaximieren kann. Weil im Moment, bis auf die erste ist schon für beides auf Maximum, fehlen für die andere jeweils noch 25. Das heißt, ich brauche noch 4 mal 25 Batterien, um letztlich alle von diesen Slots hier auf die maximale Kapazität von 4 Stunden dann zu bringen. So, hier kommt jetzt als nächstes dieser Potion. Das heißt, damit kommt die Ultima Potion, wovon ich dann eben auch wieder 3 bräuchte für die nächste Stufe. So, hier kann ich jetzt ein Crafting davon noch machen. Eigentlich hätte da jetzt ein Dreier gereicht, aber ein Dreier habe ich eh nicht. Also von daher nehme ich den jetzt einfach mal dazu und kann dort jetzt noch 2 Ghost Crafts machen. So, da habe ich jetzt 2. Das heißt, mir fehlt noch ein Ectoplasm Cube, um dann tatsächlich so ein Prisma herzustellen. Und hier habe ich jetzt zumindest eine Dreier-Zweier-Kombination, dass ich das nutzen kann. Damit ich halt möglichst viel noch davon nutzen kann, wenn ich jetzt hier die 7 Stunden in die Crafting-Zeit investiere. Also jetzt kann ich einfach wieder Ghostcraft durchmachen, weil das andere sind jetzt nicht keine so großen Boni, die sich lohnen, dort aktuell zu heben. Ob ich die Tablets jetzt oder später mache, das macht keinen großen Unterschied. Worum geht es jetzt bei der Strategie für dieses doppelte Portal? Also,
einmal aufs Portal wechseln. Und ihr seht jetzt hier, im Moment habe ich 372, weil ich im Moment nicht mehr hergehe und alle Areas maximiere. Weil das ist die Start-Area, also das ist die Area, in der ich dann normalerweise anfange. Also das ist die einzige Area, wo ich im Moment auf 100% gehe, weil ich da normal starte und die dann eben auch bis zum König durchspiele und hier natürlich auch keine Monster haben, die für mich arbeiten. Bei den anderen lasse ich jetzt nur die Monster, die jetzt hier auch überall auf Maximum sind, nur arbeiten und hole mir die Kisten von den Königen eh nicht mehr, weil sich das nicht lohnt. Und dann natürlich, was ich zumindest immer noch mitnehme, sind die Level hier in der Area. Genau, da kann er schon mal farmen, weil es sind jetzt natürlich, da ich eine ganze Weile das Ding nicht anhatte, schon mal noch ein paar Event-Währungsdinger fällig und auch Diamanten. So von 303 hat er, glaube ich, gerade gestartet. Das heißt, bis 314 mindestens sollte ich an Diamanten kommen können. Das ist halt nur möglich, wenn ich die Mannequin anklicke, weil sonst bekomme ich keine Diamanten. Das heißt, die werden nur von den Mannequin getroppt. Und irgendwas so in der Dreh von 4 Stunden habe ich im Kopf, dass da ja alle 4 Stunden eigentlich diese 11 bis 14 Diamanten gedroppt werden können. Genau, also ich bin jetzt hier soweit durch und ich hoffe, ich habe alle Diamanten eingesammelt. So. Hier habe ich es inzwischen geschafft, mehrere Stufen. Also ich bin ja, glaube ich, mit unter 3000 hier in das Ding gestartet und ich habe die beiden jetzt bei 3439 und 3489 aktuell. Ich hoffe, dass ich die noch schaffe anzuheben. Auf jeden Fall, was mir sehr, sehr geholfen hat, war eben, es gab schon mal während dieses Events einmal diese Double White Orbs Bonus. Und die White Orbs bringen sehr, sehr starke Boni, wenn da bestimmte Bereiche erfüllt werden. Also ich bin jetzt arbeite jetzt auf den 25T hin, wo dann das Skull Value wieder mit 5 multipliziert wird. Und es wechselt sich immer ab. Skull Value, White Orbs ist dann der letzte. Und dann wieder Non-DPS mal 5, Skull mal 5, White Orb mal 2. Und das hat sich halt unglaublich aufgeschaukelt, nachdem ich dort relativ schnell anschließen konnte, jetzt in dem neuen Level mit den dunklen Steinen, die ich euch ja schon mal beim letzten gezeigt hatte. Also hier diese neuen Boni, Multiply DPS per Dark Orb und das hier hat mir halt so viel Damage Bonus ermöglicht, dass ich deutlich in den Level aufgestiegen bin. Und dann habe ich natürlich meinen Black Orb, meinen 5. Black Orb bekommen, womit ich Boni habe. Mal gucken, das müsste hier auch Multiply DPS bei 2 per Black Orb und ich glaube, es war auch noch ein Multiply Skull Values per Black Orb. Okay, das war, achso, das war nicht hier, das waren hier die Engelselemente. White Orbs mal 2, wo ich dann die Boni noch bekommen habe vom Engel. Und hier, also da kommt inzwischen einiges zusammen. Weswegen sich dann, also ich glaube, ich habe 3 oder 4 von den Multiplikatoren innerhalb von 1-2 Tagen erreicht. Also der Anstieg vom ersten T, also irgendwie von 500 auf das erste T, ich glaube bei 500 ging es dann schon los. Das heißt, ich hatte 500, dann ging es ruckzuck auf 1000, eben allein aufgrund dieses Double Orb Bonuses und dann ging es halt einfach ruckzuck weiter, dann gab es bei 5 den nächsten Sprung, weil eben hier wieder die White Orbs verdoppelt waren und das ist unglaublich schnell gewesen. Genau, jetzt habe ich natürlich ganz, ganz viele Items gecraftet, dann ist der auch schon fällig und jetzt fehlen mir nur noch 8 Bounties, um nämlich hier wieder den nächsten DPS-Bonus zu bekommen. Das ist immens gewesen. Mal gucken, hier fehlen jetzt noch ein paar Resets, also 104 Resets fehlen mir noch, aber der Bonus mit 1,1 ist verschwindend gering im Vergleich eben zu dem DPS-Bonus hier von 5, aber der ist noch eine Weile hin. Also, und was ist jetzt noch das Besondere? Man kann ein Reset sozusagen, also das ist jetzt der höchste Reset mit 286, den ich bisher hatte. So, jetzt gehen wir erstmal wieder zum Portal zurück, gehen wir mal dahin. So. Deswegen ist der Bonus jetzt natürlich ein bisschen niedriger, weil ich nicht alle Areas zu Ende gefarmt habe. Aber das Spannende ist dann, sobald der Double-Bonus aktiv ist,
wird auch dieser Bonus hier verdoppelt, aber nur wenn ich im Endeffekt auch wirklich die, also es wird dann die Zahl genommen, die natürlich hier auftaucht, die ich beim Reset bekommen würde. Und natürlich werde ich dazu nicht meine Diamanten ausgeben. Nee, meine Diamanten werde ich schön weiter für die Helle aufheben oder für noch ein paar Items, die aus den Item Drops letztlich einzusammeln sind, wo ich bei den Events nicht dabei war. Aber hier, ihr seht, ich habe jetzt inzwischen schon wieder 12.000 Premium-Währung angespart. Ich habe inzwischen die alle drei Unix gekauft. Die anderen Sachen interessieren mich an der Stelle einfach nicht. Die kriege ich aus den Kisten mehr als genug. Aber hier, diese Items sind ja letztlich eben 45 Diamanten wert. Das heißt, ich werde ganz klar das Zeug ausgeben, sobald hier dieses nette Event angefangen hat. Beziehungsweise ich werde erstmal noch die White Orbs soweit starten, werde dann das Maximum rausholen, was möglich ist, eben indem ich alle Areas dann auf komplett farme und auch hier versuche noch so viel wie möglich rauszuholen, weil ich kann, ich glaube, das Maximum war jetzt bei, Moment, bevor ich es vermute, guck mal einfach nach. Also mein höchstes Level war bisher 3446. Das heißt, wenn ich das bis dahin pushe, habe ich auf jeden Fall die beste Chance, nochmal die maximale White Orb-Zahl zu bekommen. Und das heißt, ich bekomme mit einem Reset 500 Billionen von diesen White Orbs. Also 500 Billionen, das heißt, 12 Mal kann ich es kaufen, das heißt, 6T bekomme ich dann dazu. Und mit 6T komme ich dann schon sehr, sehr dicht an die 25. Also je nachdem, wie oft ich es dann noch durchspiele oder nicht, auf jeden Fall ist das ein unglaublicher Boost. Die Kombination des Events mit dem Double White Orbs, unglaublich. Also mal sehen, wie weit ich da komme und ob ich dann da gleich die nächste Death Metal letztlich bekommen kann. Weil ansonsten ist es ja die beiden letzten Welten oder vielmehr, ich kann jetzt erstmal nur für die Welt hier sprechen, die mit den Außerirdischen, die sind schon ein bisschen kahl, weil natürlich, es sind keine Monster, es sind keine großen Spezialsachen da, es ist eigentlich nichts weiter da, außer die Batterie, die man hier bekommen konnte für den letzten Itemslot, den ich jetzt inzwischen auch freigeschaltet habe. Weil das ist auch in der Hölle, habe ich jetzt zwei Updates noch gemacht, statt im letzten Video. Das eine ist eben, Arkan ist jetzt auf Maximum. Ich habe jetzt eben, na komm, also deswegen, wir waren ja gerade drin. Ich habe jetzt inzwischen eben alle fünf Crafting-Slots freigeschaltet und auch der letzte ist bis auf die 4 Stunden Batterie auch schon soweit aufgelevelt. Und das letzte, was ich aktualisiert habe, war die Bank. Da habe ich dann eben von 12 auf 60.000 angehoben und jetzt bin ich so am Überlegen, ob ich entweder die Bank oder Shower of Deathness mache. Wahrscheinlich werde ich den hier zuerst machen, weil er jetzt mit 750 ein bisschen günstiger ist. Und das sind auch schon die letzten Gebäude, die ich noch maximieren muss. Die anderen sind alle schon auf Maximum. Und ja, das sind dann hier, denke ich, noch zwei, drei Level. Also Level 6, 7 und 8 dann wahrscheinlich. Und hier, denke ich, ist es das vorletzte Level momentan. Das heißt, hier sind nur noch zwei Level auszubauen. Dann wäre ich mit der Hölle auch soweit durch. Dann werde ich auf jeden Fall die restlichen Diamanten entsprechend ausgeben. So, machen wir erstmal den Reset. Dann brauche ich nämlich nicht extra in das andere rüber zu wechseln. Mal gucken, was wir hier jetzt noch haben. Ja, 8 Diamanten. Her damit. Also das ist natürlich auch, dass ich 8 Diamanten pro Diamantscroll bekomme, weil ich das Gebäude, den Pool in der Hölle auch bereits auf Maximum ausgebaut habe. So, also Use Time Portal. Jawohl. So, ich habe jetzt hier nichts zu beachten, was das Upgraden angeht. Also ich habe keinen Ausschluss oder sowas. So, das Geld einsammeln von den Monstern. Jetzt ist natürlich, dass ich in der Welt noch nicht Fuß fassen kann. Deswegen, ich kann in der Welt nicht wirklich starten. Im Sinne, dass ich hier irgendeinen Damage hinbekomme. Selbst wenn ich das jetzt maximiere, bekomme ich von dem, was die Monster zusammensammeln, nicht genug Kohle rein, um hier was zu machen. Deswegen jetzt zurück in die Welt 5. Und dort lasse ich ihn jetzt einfach dann werkeln. So, ich muss da jetzt nicht allzu viel machen. Das macht er alles alleine. Nur falls ich den King nochmal lebend brauche, muss ich am Ende ein bisschen aufpassen, dass ich dem rechtzeitig ja, nicht zu viele Upgrades kaufe,
damit mir der King für einen Schnappschuss erhalten bleibt. Genau, und das andere ist, wenn ich dann die Gebäude soweit fertig habe, werde ich mal gucken, was dann in den Item-Dumps für mich noch relevant ist, weil im Moment sind die Sachen mit dem 20% Orb-Drops und so weiter sind für mich im Moment nicht so wichtig. Auch die Carries, die da noch einen kleinen Bonus geben, wenn man die dann zusammengekräftet hat. Das ist mir aktuell im Moment zu teuer, nachdem die nicht runtergesetzt sind. Und vielleicht ist das eine oder andere Item dann jetzt zur Anniversary, die im März stattfindet, also wenn das nächste Content-Update kommt, eventuell mit einem Nightmare-Mode. Mal gucken, wie sich der spielt. Also je nachdem, was die Entwickler da tatsächlich anstellen und fertig bekommen. Mal gucken, was hier dann noch vergünstigt zu haben ist und was ich dann eventuell schon direkt rauskaufen werde. Ansonsten werde ich die Sachen erst kaufen, wenn ich tatsächlich nicht mehr weiß, was ich mit meinen Diamanten anfangen soll, weil ich sie nicht mehr in der Hölle verwenden kann. Aber ansonsten soweit für heute. Von der Strategie her nochmal mit der Eventwährung einen ordentlichen Weitorb-Push für mich hinzubekommen. Ich hoffe, ich habe das Video eben online stellen können, bevor dieses Event vorbei ist, auf jeden Fall, und bevor natürlich das andere, dieses kurzfristige Event vorbei ist, weil es geht ja leider nur 24 Stunden. Also wenn ich es morgen rausbekomme, habt ihr vielleicht noch die Chance, das ein bisschen zu nutzen, dieses Double White Orb, bevor das wieder zu Ende geht. Also, soweit für heute von Zombeidel. Das Event läuft noch. Ihr habt noch Zeit, die Eventwährung einzusammeln und hierfür, ja, ich zeige euch nochmal die Unique Items, die dort zu bekommen waren. Also das eine war die Kokosnuss mit den 50 Tabs, bevor Bob aufwacht. Deswegen habe ich da jetzt, glaube ich, 80 statt oder sogar 90, weil ich habe 30 über dieses verfluchte Item. Das heißt, davon habe ich 30. 10 ist Standard plus die 50. Bleibt da halt auch jetzt noch ein bisschen länger schlafen. So, dann eben hier nochmal die Increase White Orb Drops. Das war natürlich das Ding, was ich mir zuerst gekauft habe. Auch wieder per Black Orb. Das heißt 125% allein durch das Item. Und dann gab es noch dieses Item, was mir ein Ghost pro Scroll irgendwie besorgen soll. Genau, spawn a Ghost when finding a Devil Deal. Also wenn dieser Scroll auftaucht, bekomme ich auch noch einen Ghost. Dann muss ich das nicht hier gegen die Mannequin klicken. Aber im Moment sind meine Lager schon wieder aufgefüllt mit 111, also 110 ist meine Kapazität aktuell. Aber da pro Geist aktuell 3 Seelen eingefangen werden, ja, wird das halt dann immer überfüllt oder ziemlich oft überfüllt, je nachdem, ob es gerade hinkommt. Also, soweit für heute von Zombeidel und dann bis zum nächsten Mal.